Guten Tag und herzlich willkommen. Das ist ein Zarek Masters Club Trainingsvideo aus der Reihe zur Software Version 5.0. In diesem Video beschäftigen wir uns mit einem Werkzeug in der Produktions-, Schleif- oder Herstellungsphase. Sinnigerweise heißt dieses Werkzeug wie die ganze Phase eben auch Herstellung. Wenn wir uns das jetzt angucken, das sieht ja recht simpel aus. Da steht Export nach InLab CAM und Start. Bums aus, das war's. Manchmal hat man auch gar keine anderen Optionen, aber Export nach InLab CAM ist etwas besonders Sensationelles. Darauf werden wir später mal noch eingehen. Wir haben aber andere Möglichkeiten auf diesem Gebiet. Und dieser kleine Pfeil da neben InLab CAM verrät schon, dass wir dort etwas aufklappen können. Und jetzt sehen wir hier zwei Schleifmaschinen. Die eine ist bereit, die andere hat ein Problem mit den Schleifkörpern. Das haben Sie gelesen, dieses Material erfordert andere Schleifkörper. Also das können wir jetzt nicht nehmen. Aber wir haben hier eine MCXL, die bereit wäre zum Schleifen. Und wenn wir die jetzt anwählen, dann klappt dieses Menü etwas mehr auf. Sie sehen, kann hier nochmal ab die Option, das auszuwählen. Hier haben Sie auch diese Bubble Help. Also ich kann verschiedene Schleifmaschinen auswählen. Ich kann nach InLab CAM exportieren oder ich kann in einen Ordner exportieren. Im Moment ist uns das tatsächliche Ausschleifen mit dieser Maschine mal das Liebste. Da können wir schnell schleifen. Und auch dazu gibt es ein spezielles Video. Wir können fein schleifen und wenn wir eine entsprechende Maschine hätten, was diese jetzt nicht ist, könnten wir auch extra fein schleifen. Das alles wird detailliert in anderen Videos erklärt, genauso wie der okklusale Schleifoffset, den wir hier einmal auf 0 stehen haben. Das ist auch eine Sache, wie gesagt, die ich noch detailliert erklären werde. Aber wir sehen, hier ist ein Vinier. Und da muss der Schleifoffset auf 0 geschaltet werden. Warum? Wenn ich nämlich, ich schalte mal das Modell hier mit dazu und dann werden wir sehen, dass dieses Vinier bündig mit der Schneidekante gestaltet wurde, der Nachbarzähne. Und okklusaler Schleifoffset heißt jetzt, dass hier oben von der Schneidekante etwas abgezogen würde. Das macht bei Molaren schon mal Sinn, aber hier wäre es absolut kontraproduktiv, weil dann wäre meine Schneidekante vom Vinier nämlich genau zu kurz. Deshalb hier okklusaler Schleifoffset 0. Aber wie gesagt, den Schleifoffset erkläre ich Ihnen. Normal würde ich den auf 100 bis 125 μ minus stellen. Das erkläre ich Ihnen aber noch ganz genau in einem extra Video. Wir haben nur hier gerade ein Vinier ausgewählt und deshalb dieser kurze Ausflug in den okklusalen Offset. Dann haben wir hier die Blockauswahl. In dem Fall ist das ein Enemic Multi. Da können Sie verschiedene Größen auswählen. Sehen wir hier. Also zum Beispiel sieht man auch diese Schichten des Multicolor Blocks. Auch gut, dass die schräg stehen. Auch dazu gibt es ein extra Video. Und jetzt könnten wir im Prinzip losschleifen. Allerdings, und dazu schauen Sie sich bitte die älteren Videos zum Ausschleifen an, gibt es hier ein Problem. Und zwar wird das Vinier klassischerweise in einem Schonmodus ausgeschliffen, dem sogenannten Viniermodus. Was aber bedeutet, dass einige scharfe Kanten nicht herausgearbeitet werden und viele von diesen Veneers am Ende nicht passen. Deshalb sage ich in meinen Kursen immer oder habe gesagt,
dass wir bitte das nicht als Venier bezeichnen, sondern als Krone. Ich muss hier eben das kurz entsperren, sonst komme ich da vorne nicht dran. Und zwar die einzigste Möglichkeit bis jetzt in der 4.6 und 4.5 Software ist, zurückzugehen zu den Falldetails, also in der Administrationsphase, und hier jetzt statt Venier Krone auszuwählen, um nachher beim Ausschleifen nicht in diesen Schonmodus, der sich Venier-Mode nennt, zu geraten. Jetzt, und das kennen wir schon, sehen wir bei dem Herstellungsmenü, dass hier oben so ein Viereck ist, das verrät uns, aha, da gibt das noch mehr. Also wenn wir das jetzt öffnen, dann sehen wir, dass da noch ein Hinweis zu den Instrumenten zusätzlich sichtbar ist. Da sieht man auch noch einen Link zu einer Hilfefunktion. Wenn man mehrere Schleifersets hätte, würde man die unter Umständen direkt hier auswählen können. Das ist auch eine Verbesserung. Auch darüber müssen wir in einem getrennten Video noch einmal sprechen. Und jetzt, sensationell, haben wir etwas Neues, nämlich da steht Lumen, Veneer-Modus, und da ist doch tatsächlich eine Checkbox dran. Das heißt, ich kann jetzt in der 5.0 den Veneer-Modus an- und ausschalten. Jetzt zeige ich Ihnen eben, was das bedeutet. Also wir sehen jetzt eine relativ glatte Innenfläche hier dieses Veneers, wo ich Ihnen schon angedeutet hatte, dass das unter Umständen zwar schön aussieht, aber ein Problem geben kann, weil hier schärfere Kanten einfach nicht herausgearbeitet werden. Jetzt habe ich diesen Veneer-Modus ausgeschaltet und Sie sehen, da sind jetzt so Schabespuren innen drin. Das heißt, das sind Stellen, die herausgenommen werden müssen, sogenanntes Overmill, um hier Platz zu schaffen für diese scharfen Kanten. Also der Bohrer kann das alleine so nicht erledigen. Wir müssen hier einfach mehr wegnehmen. Das ist eine ganz normale Prozedur bei CAD/CAM-Maschinen. Also hier tritt dieser Overmill in Kraft. Aber nochmal, ohne diesen Overmill haben Sie womöglich ein Problem und das passt nachher nicht. Also, gute Sache, man kann jetzt den Veneer-Modus an- und ausschalten. Damit sind wir eigentlich auch schon durch. Das ist das, was ich Ihnen zeigen wollte. Eine kleine, aber sehr effektive Verbesserung in der Software-Version 5.0 im Schleifmodus. Wenn Sie zum Beispiel zwischen diesen beiden Modi hin und her schalten können und Sie sehen hier annähernd keinen Unterschied, dann würde ich Ihnen empfehlen, lassen Sie doch den Veneer-Modus. Aber hier nochmal zum Beispiel würde das schon aufsitzen und Sie müssten das manuell aufpassen. Ich hoffe, Sie haben das soweit verstanden. Da gibt es also auch noch einige andere Videos, wo sowas im Detail erklärt wird. Für jetzt und hier soll es absolut genug sein, und in diesem Sinne, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, und das passt jetzt gerade sehr gut, Happy Milling!